Jetzt begrüße ich Paul Ziemiak. Er ist Vorsitzender der Jungen Union. Einen schönen guten Tag nach Iserlohn. Guten Tag nach Bonn. Herr Ziemiak, die Rente mit 70, so nenne ich es mal etwas salopp, aber so könnte es ja kommen. Finden Sie es gut oder schlecht? Ich finde gut, dass wir jetzt endlich eine Diskussion darüber haben, wie die Zukunft unseres Rentensystems aussieht. Wir sehen, dass das Rentenniveau immer weiter absinkt. Das heißt, die Menschen haben immer weniger Geld im Alter. Und das finde ich nicht gut. Und deswegen müssen wir darüber sprechen, wie wir schaffen, dass die Menschen vernünftig versorgt werden im Alter. Und dazu gehört eben auch diese Diskussion, ob wir länger arbeiten. Wir werden älter. Das ist ja glücklicherweise ein Fakt statistisch. Müssen wir auch länger arbeiten, wenn ich an Handwerker, an Maurer, an Dachdecker denke und wenn die hören jetzt Rente mit 70, dann tut denen wahrscheinlich schon bei dem Gedanken das Kreuz weh. Ja, wir als Junge Union, jetzt auch unterstützt von Wolfgang Schäuble und auch Franz Müntefering, sagen, wir wollen eine Kopplung des Renteneintrittsalters an die statistische Lebenserwartung. Das heißt, wir werden länger arbeiten, weil wir auch länger Rente beziehen und die Menschen älter werden. Aber eins ist doch klar, dass Menschen, die als Dachdecker arbeiten, als Handwerker schwer körperlich arbeiten, dass die natürlich nicht so lange arbeiten können. Deswegen brauchen wir in diesem Bereich auch eine Verbesserung bei der Erwerbsminderungsrente. Klar ist, länger arbeiten, aber klar ist auch, nicht jeder kann das. Können Sie deshalb auch den Sigmar Gabriel verstehen, der sagt, dieser Vorschlag, länger zu arbeiten, ist letzten Endes zynisch für viele Arbeitnehmer, weil sie es eben körperlich gar nicht können. Und faktisch heißt das weniger Rente. Naja, ich finde zynisch, was Sigmar Gabriel sagt, denn er beklagt die ganze Zeit das niedrige Rentenniveau, sagt, es darf nicht weiter abfallen. Aber ich habe keinen konkreten Vorschlag von ihm gehört, wie er das ändern möchte. Also festzustellen, dass zu wenig Geld da ist, das kann jeder. Man muss auch Vorschläge liefern, wie man das umsetzen will. Und deswegen sagen wir, Kopplung an die Lebenserwartung. Aber klar ist, nicht jeder schafft das. Das ist doch selbstverständlich. Sprechen wir über die, die es schaffen, ist sozusagen kein Thema, aber über die, die es womöglich nicht schaffen, wo könnte man da nachbessern, dass die auch im Alter nicht von der Armutsfalle bedroht werden? Naja, wir müssen bei meinem Vorschlag auch berücksichtigen, wie lange jemand gearbeitet hat. Die Berufsjahre müssen natürlich eine Rolle spielen, natürlich. Und wir müssen bei der Erwerbsminderungsrente etwas tun. Das ist ein wichtiger Punkt. Und wenn es darum geht, dass die Menschen nicht in die Armutsfalle tappen, fordern wir eben natürlich auch, dass die entsprechend versorgt werden mit einer Lebensleistungsrente, aber nicht so wie Frau Nahles das möchte. Frau Nahles möchte für alle eine Lebensleistungsrente, die entsprechenden Jahre haben, auch wenn sie viel Geld zum Beispiel aus anderen Einkünften, anderen Versorgungsansprüchen oder Vermietung, Verpachtung erhalten. Ich finde, in einem Staat wie Deutschland ist Subsidiarität wichtig. Das heißt, dem zu helfen, der es wirklich braucht, aber nicht Politik nach dem Gießkannenprinzip. Jetzt ist das Thema Rente ja ein sensibles, ein sehr komplexes, ein sehr schwieriges. Ich hatte eben Herrn Kauder, glaube ich, richtig verstanden in dem Beitrag, den wir vorab gesendet haben. Der stöhnte ein bisschen, sagte, oh, schon wieder Rente. Herr Schäuble scheint sich davon aber nicht beeindrucken zu lassen, obwohl er aus derselben Partei kommt. Können Sie so ein bisschen die parteiinterne Gemengelage uns erklären? Ja, das Thema ist hochemotional. Wenn man das Thema Rente anspricht, verstehen auch viele die Vorschläge auch zum Teil falsch. Deswegen kann ich die Unruhe verstehen. Ich finde es schön, dass Wolfgang Schäuble jetzt an die Zukunft denkt und auch nicht nur an seine, sondern auch an die junge Generation denkt. Denn wenn das Rentenniveau immer weiter absinkt und die Beiträge steigen, dann wird das auf Kosten der jungen Generation gehen. Und deshalb brauchen wir jetzt diese Diskussion. Und übrigens, es geht nicht um die Rentner heute. Es geht auch nicht, die morgen in Rente gehen, sondern es geht um diejenigen, die nach 2030 in Rente gehen. Insofern, das ist unser Vorschlag für die junge Generation. Welche Stellschrauben könnten denn am Ende im Idealfall gedreht werden, damit eben für diese Generation, für die, die ab 2030 in Rente gehen, eine gute Rente sicher ist? Naja, wir brauchen eine Stärkung aller drei Säulen. Natürlich der gesetzlichen Rentenversicherung, aber auch der beiden anderen Säulen. Wir sollten jetzt auch übrigens nicht die Menschen verrückt machen bei der Riester-Rente, dass sie nicht besonders gut gewirkt hat und dass die Zinsen jetzt fallen, ist das eine. Aber auf der anderen Seite brauchen die Menschen die Sicherheit. Wir brauchen längeres Arbeiten, ja. Wir brauchen aber auch eine Reform des Rentensystems. Und ich finde es gut, dass wir jetzt diese Debatte haben. Weil ich Sie gerade sozusagen am Fernsehbildschirm habe, Herr Ziemiak, in Rheinland-Pfalz steht ja jetzt die Koalition, eine Ampelkoalition aus Rot, Gelb und Grün. Schwarz ist nicht dabei. Das bedauern Sie natürlich, aber können Sie es auch verstehen, dass Schwarz jetzt nicht dabei ist? Nein, es hätte dem Land gut getan, wenn CDU-Positionen mit eingeflossen sind. Das war ein
sehr emotionaler zum Teil auch Wahlkampf. Julia Klöckner hat das ausgezeichnet gemacht. Das bedauere ich sehr. Sie wäre eine gute Ministerpräsidentin geworden. Aber jetzt schauen wir nach vorne. Natürlich auf die Landtagswahlen, die dieses Jahr anstehen, in Mecklenburg-Vorpommern, aber auch Berlin. Und wir schauen natürlich im Mai nach Nordrhein-Westfalen, das größte Bundesland. Und dann im September nächsten Jahres natürlich voller Spannung und, wie ich finde, auch Zuversicht auf die Bundestagswahl. Ein bisschen das Zünglein an der Waage in Rheinland-Pfalz ist ja die FDP. Ist die jetzt wieder sozusagen eine Partei, mit der man ernsthaft rechnen muss? Ich erinnere, vor 2, 3 Jahren flog sie ja reihenweise aus allen Landtagen. Jetzt ist sie plötzlich wieder die große Partei im Kommen, beziehungsweise das Zünglein an der Waage. Wie schätzen Sie das ein? Ja, ich freue mich, dass die FDP wiederkommt. Die FDP ist ja ein Wunschkoalitionspartner auch der Union. Da haben wir viele gemeinsame Schnittstellen. Die FDP muss jetzt nur eben bei ihren Positionen bleiben und nicht einfach Koalitionen eingehen, nur der Koalition wegen. Insofern freue ich mich auch auf wirklich einen spannenden Bundestagswahlkampf, weil es darum gehen wird, wie sieht Deutschland zukünftig aus. Wir haben neue Herausforderungen mit Linkspartei, mit AfD, mit vielen Populisten, die in Deutschland unterwegs sind. Und da wird es darum gehen, dass gerade auch wir Jüngeren dafür kämpfen, eine Politik der Mitte zu machen und als Union für uns werben. Paul Ziemiak war das mit Einschätzungen zur Rente mit 70, zum FDP-Zustand und zur Ampelkoalition in Rheinland-Pfalz. Dankeschön für diese Einschätzung. Ihnen einen schönen Tag. Ich danke Ihnen. Grüße nach Bonn. Danke.